Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon in der Edition Schwert. Wir haben in der letzten Folge die Kate und die keine Ahnung was besiegt und jetzt müssen wir gegen Roy kämpfen. Ich habe meine Pokémon gerade nicht ausgetauscht, das ist ein bisschen dumm. Wir sind immer noch in diesem Arena-Challenge-Gedöns, falls ihr euch gerade wundert, wo wir sind. Und nach dem Roy, der ja, glaube ich, Drachen-Pokémon hat, auf jeden Fall sieht er so aus, als wenn er Drachen-Pokémon hätte, wird dann der Champ-Fight kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass davor noch irgendeine Story am Stissel sein wird, aber jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich überhaupt vorne haben will. An sich ist Drache gegen Drache gut, ich habe aber keinen Drachen. Deswegen werden wir, glaube ich, Exandos nach vorne nehmen, da er ja Eisattacken drauf hat. Und Eisattacken sind, glaube ich, auch gut gegen Drache. Sollte wahrscheinlich ganz gut gehen. Mal gucken. Die ersten beiden Kämpfe waren ein bisschen krasser auf jeden Fall. Also die Kate war heftig. Das Match war krass. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann guckt die letzte Folge nochmal. Jetzt bin ich gespannt, wie das gegen Roy ist. Ist auf jeden Fall eine andere Hausnummer hier mit der Arena-Challenge. Vor allem in so einer Mini-Nutzlock, wie ich das ja gerade mache. Na, wie dem auch sei. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird sich das Recht erstreiten? Erstreiten? Den umschlagbaren Deleon herauszufordern. Wird es Dizzy sein, der glänzende neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es der ewige Rivale des Champs sein, Roy, der Drachensturm? Ey, hast du es also bis hierher geschafft? Du bist echt eine Nummer für sich. Deleon hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als möchte ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen Deleon antreten will. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich schon eine Pepperoni gegessen habe, bevor ich hierher gekommen bin. Jetzt kann ich quasi Feuer aus dem Mund speien, wie meine Drachen-Pokémon. Und nicht nur aus dem Mund, sondern aus dem Po. Whitey Schmidey, das ist aber ein Feuer-Pokémon und kein Drache. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie kann er denn hier Feuer-Pokémon haben? Das ist sehr belastend, muss ich sagen. Ich probiere es trotzdem mal mit dem Blizzard. Weil Blizzard macht sehr viel Damage, auch wenn man manchmal denkt, das macht wenig Damage. Ja, guck dir das an. Guck dir das an, nicht sehr effektiv, von wegen. Vier Fünftel deiner Leben sind aber weg. Was hat er gemacht? Schläfrig gemacht, aber wir schlafen noch nicht? Dann ist das ja nicht so cool. Ich glaube, ein Biss wird dann lang um das Quartel, auch ein sehr komischer Name. Hör doch bitte auf, deine Pokémon zu heilen. Okay, aber hätte Biss denn gelangt? Wie viel Damage macht das? Oh, hätte nicht mal gelangt. Und wir schlafen. Alles klar, ich glaube, Exandos ist tot. Flammsturm, ja, der kann halt einfach Feuerattacken. Was ist gut gegen Feuer? Feuer ist gegen Feuer. Ich bin mir ziemlich sicher, Quartel kann auch irgendwelche Gesteinsfähigkeiten, was dann wieder scheiße wäre. Aber wenn er jetzt, macht einfach einen Solarstrahl. Das ist ja scheiße. Vor allem, weil Sonnenlicht da ist, dann macht er, glaube ich, noch mehr Damage, nicht wahr? Hätte er eine Feuerattacke gemacht, der hätte nämlich Jaynona einfach aufgefangen. Solarstrahl macht ja gar kein Damage. So eine krasse Attacke, die auch noch verbessert wird durch Sonnenlicht und alles. Und dann, ja, 18 Damage. Ja, 18 Damage. Ist besser als gar nichts. Quartel, Quartel. Aber erstmal zumindest sein erstes Pokémon besiegt. Aber es wäre alles gut, wenn wir unser Mameyon drin gelassen hätten. Wäre die dritte Form von Mameyon nicht so ultra hässlich, dann wäre das auch alles gar kein Problem gewesen. So, das ist auf jeden Fall ein Drachen-Pokémon. Egal, Sondersensor. Ja, dann schlaf dich aus, Jaynona. Hast du verdient? Ich meine, du hast Quartel besiegt. Nein, der kann Erdbeben. Okay, Jaynona ist tot. 100% tot. Hä? Oh nein, aber jetzt kommt noch der Sandsturm. Lange macht das 9 Schaden? Scheiße. Wir müssen früher oder später auf jeden Fall nochmal zu Exandos wechseln. Je nachdem, ob der jetzt halt wirklich Drachen-Pokémon hat oder nicht. Dieses Quartel hat mich jetzt voll rausgebracht, dass er den hatte. Ach nein, Erdbeben ist gegen den ja auch sehr effektiv. Oh, fuck. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich bin so dumm. Hä? Der kann Erdbeben gegen Fly einsetzen? Aber Fly ist doch ein Vogel. Das macht... Oder ist da gar kein Vogel? Okay, zumindest Volltreffer auf Fly ist, Verlass. Schon wieder ein Feuer-Pokémon. Okay, ich vermute mal, er wird uns nicht mit einem Hit töten. Ich setze trotzdem mal einen Supertrank auf Fly ein. Nee, kein Supertrank. Hier, unsere einzige Kumo-Milch. Ich habe gehört, Fly mag Milch sehr gerne. Also Fly, nimm und stirb bitte nicht an der ersten Attacke von diesem komischen Rüssel-Feuerviech. Sonntag. Oh ja, mach den Sandsturm weg. Das finde ich sehr, sehr gut. Gut, das gibt uns Zeit, Leute wieder zu beleben. Er macht einfach diese ganze Zeit denselben Scheiß. Aber Panzerfalle bringt locker nur was, wenn wir selber auch angreifen, oder? Ich vermute mal, er wird gleich nochmal denselben Kram probieren. Deswegen
Einfach mal eine Kraftwürzel für Jaynona, weil Jaynona wird wichtig sein. Er macht die ganze Zeit denselben Scheiß. Richtig nett von ihm und wie sich Roy im Hintergrund einfach aufregt, dass wir nicht angreifen. Ja, nutzen wir das jetzt noch aus, dass er die ganze Zeit dieselbe Attacke macht? Wir könnten halt Alexandros heilen und wahrscheinlich auch wieder aufwecken. Das ist halt gerade unsere Chance, einfach alles einzusetzen, weil der Gegner einfach nicht angreift. Er macht wirklich die ganze Zeit denselben Scheiß. Ich liebe Roy gerade. Ich liebe ihn dafür, dass er immer denselben Scheiß macht. Okay, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, ob ich mich jetzt selber töte. Ab in die Lüfte mit dir, Fly. Okay, das... Ja, oh. Mega cool. Das macht einfach Schaden durch Rückstoß. Geil. Hä? Und genau jetzt, wo ich angreife, setzt der Sonntag ein? Der will doch, dass ich gewinne, oder? Roy, du darfst gerne gegen Delion kämpfen, wenn du mich besiegst. Ich habe da kein Problem mit. Ja, komm. Ein Volltreffer-Durchbruch und der ist dann weg. Weggeschlagen. Kein Volltreffer. Fly. Bin ein bisschen enttäuscht von dir, dass du hier kein Volltreffer gemacht hast. Hä, das sieht mehr aus wie Fee, aber auch irgendwie wie Drache. Was ist das denn? Wieso tropft denn so einen Schleim von allen Enden runter? When adapt, use Durchbruch. Aber auch kein Volltreffer. Fly hat irgendwie verlernt, Volltreffer zu machen. Vielleicht, weil ich so lange kein Pokémon mehr gespielt habe. Oh, das hat jetzt aber wenig Damage gemacht. Nur weil es geregnet hat. Daraludon. Was mag das sein? Das war dieses Hochhaus, ne? Wenn es Dynamaxiert ist. Und er konnte eine Erdattacke. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber guck mal, unser Durchbruch ist sogar sehr effektiv. Und die deine Faust auch. Ja, moin, auf jeden Fall. Okay, Vogel gegen Hochhaus. Wer wird gewinnen, ist die Frage. Das ist so ein lächerliches Design. Jetzt ohne Witz. Was haben wir doch nicht pokémonisiert? Ah, ein Hochhaus vielleicht. Der Designer hat locker einfach aus seinem Büro rausgeguckt, hat ein Hochhaus gesehen und hat sich gedacht, jupp, das ist ein gutes Pokémon-Design. Sieht halt wirklich aus wie dieser Tokio-Hochhaus-Dingsbums in Shibuya. Nicht der Tower, aber es gibt da so ein ähnliches Hochhaus, was auch unten mit diesem Glas ist und so. Hat schon große Ähnlichkeit. Aber ich glaube, Nintendo sitzt in Kyoto, nicht wahr? Also deren Sitz. Ist die Frage, wo Game Freak sitzt, ob die jetzt in Tokio tatsächlich sitzen oder wo? Gut, damit haben wir Roy auch besiegt. Das, ja, ging. Also hat zumindest zwei Pokémon gekillt. In der richtigen Nuzlocke-Challenge wäre ich jetzt halt voll am Arsch. Aber wäre ich schon vor 80 Spielstunden wäre ich schon am Arsch gewesen in der richtigen Nuzlocke-Challenge. Es ist bitter, kurz vor dem Finale zu verlieren, aber jetzt sehr viel lindert den Schmerz. Ich fasse es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben. Und dann kommst du mit deinem Team an und das 1000-mal besser als ich. Mann, ey, unglaublich. Du hast auf jeden Fall eine strahlende Zukunft vor dir. Die goldene Nummer 5, Dizzy, hat einen unfassbaren Sieg eingefahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, dem Delion selbst eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben hat, wird nun beim Champ-Match gegen ihn antreten. Da. Da hatte Roy aber auch einen richtig einfachen Kampf, ne? Beim ersten Match gegen Yaro, der ja Pflanzen-Pokémon hat. Kein Wunder, dass er da gewonnen hat. So, lass uns dran erinnern. Was hatte Delion für Pokémon? Der hatte auf jeden Fall einen Glurak, mit dem er voll angegeben hat am Anfang. Gegen Glurak wäre jetzt Exandos nicht so geil, muss ich sagen. Aber was hat er sonst noch für Pokémon? Ey, wenn er jetzt noch Turtok und so einen Scheiß hat, dann bin ich richtig am Arsch. Ich hätte erwartet, dass jetzt noch ein bisschen Story kommt, bevor wir... Ah, da wartet er schon. Bevor wir gegen Delion kämpfen? Spürst du das? Den Kontrast zwischen den kühlen Anspannungen hier auf dem Platz und den überkochenden Gefühlen auf den Zuschauerrängen? Aber denk dran, dass nicht alle Zuschauer hier im Stadion auf deiner Seite sind. Es mag grausam klingen, aber manche von ihnen wollen nichts mehr als dich verlieren zu sehen. Der Gedanke daran ist furchteinflößend. Für mich gibt es nichts Größeres, als diese Angst ins Gesicht zu sehen und gemeinsam mit meinem Team allen zu zeigen, was wir drauf haben. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reißen. Meine Pokémon sind schon ganz unruhig in ihren Bällen. Wir wollen endlich kämpfen. Vielleicht ist es soweit. It's Champ Time! Ich bin Delion, der Champ der Galar-Region. Zusammen mit meinem Partner Glurak und meinen anderen Pokémon habe ich Unmengen an Wissen und Erfahrung angehäuft. Genau aus diesem Grund werden wir dich auch gleich in die Tasche stecken. Are you ready to rumble? Moment mal, was zum... Da auf dem Bildschirm, sieht nur. Was ist das? Oh nein, es ist Captain Rosé. Was machen Sie da? Ich habe soeben die Fenster Nacht eingeleitet, um die Zukunft Galar zu retten. Aber leider wurde dabei gefährlich hohe Mengen an Energie freigesetzt. Tja, so kann's laufen. Oh nein, Erdbeben! Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, Delion.
Werden wir jetzt also doch nicht zum Champ? Nein, Delion! Warte! Ich will kämpfen! Ich muss sofort nach Klaus-Solti. Das ist meine Pflicht als Champ. Hätte ich gestern versucht, Rosé besser zu verstehen, wäre nichts passiert. Ich bin für diese Situation mitverantwortlich, also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um die Sache kümmern. It's Champ-Time! Hast du eben schon gesagt. Kannst du das bitte lassen? Das ist voll cringe. Huch, was macht ihr denn hier? Sagt's bloß nicht, Dizzy hat das Champ-Match sausen lassen. Nein, das war Delion. Ich bin nicht schuld. Stopp, halt, Pause! Ich will das nicht! Die finstere Nacht ist böse! Dizzy, jetzt einmal voll Ernte. Was führt dich hierher? Wir wollen das Pokémon des Schwertes finden. Okay, ich bin dabei. Auf in den Schlummerwald. Alt. Hier hast du drei Top... Oh, drei Top-Beleber. Die feine Dame. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Merci beaucoup. Kriegen die noch irgendwann ein Masterball, damit ich das Schwert-Pokémon auch finden kann? Oder fangen kann, besser gesagt. Und so endet das Abenteuer, wie es begonnen hat. Im Schlummerwald. Ich will nicht gegen diese Low-Bob-Pokémon hier kämpfen. Oh nein, ein Level-2-Raffel. Was soll ich tun? Ich flüchte mal lieber. Sonst besiegt mich das noch. Kein Risiko eingehen. Was ist das denn für ein süßes Pokémon? Ist das ein fliegendes Schwein? Ein Somnian. Das ist ja super knuffig. Oh, das ist plötzlich Level 47. Kriege ich das irgendwie hin, das nicht zu töten? Ich glaube, eine Psycho-Attacke dagegen war jetzt nicht so schlau, ne? Weil der wahrscheinlich auch Psycho ist. Nee, alles cool. Mondgewalt? Ist einfach das Horror-Kit. Knallt er jetzt den Mond auf mich runter? Krasses Wesen, ich will's haben. Nein, der Flammenwurf war zu stark. Oh, ich will das Viech haben. Das sieht aus wie diese Schweinchen aus Paper Mario. Ah, wenn die nicht immer sterben würden durch so einen Flammenwurf, dann wäre das sehr viel einfacher, muss ich sagen. Alles klar, ich hab's. Ein Traumfresser-Pokémon. Tief in der Nacht erscheint es am Kopfende von Betten, während es einen Traum frisst, schimmert das Muster aus seinem Körper. Ist zumindest nicht böse. Es gibt ja irgendwie Pokémon, die dann auch Albträume und sowas erschaffen. Aber der kann ja dann auch Albträume fressen. Dann ist das ja ein nettes Pokémon, oder? Lass mal angeln. Lass mal gucken, was da für ein Pokémon ist. Angel. Angel zu spät eingeholt, dann lassen wir das sein. Ah, das gibt's doch nicht. Der Nebel ist ja noch dichter als damals. Sieht ungefähr gleich aus. Aber ist das hier ein gutes Zeichen, wenn der Nebel... Da ist er doch. Haben wir doch gefunden. Beide sogar. Easy game. Richtig gute Animation. Wow. Wert! Wild! Hä, aber guck mal, denen fehlt das Schwert und der Schild. Und ein Stück vom Ohr fehlt dem Viech auch. Den fehlt beide ein Stück vom Ohr. Das ist ja gruselig. Locker sind das einfach nur irgendwelche Dämpfe hier, die einen Halluzinationen geben. Und deswegen sieht man die hier immer. Das Pokémon des Schwertes heißt Zacian und das Pokémon des Schildes Zamazenta. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Geschichte der legendären Pokémon in diesem Spiel. Krasse Cutscene. Das ist schon wieder schön, warte hier. Nein, ich hab zu spät, verdammt. Ich ein Video machen. Schöner Schrein, tatsächlich. Sieh dir das an, Dizzy. Dieser Ort strahlt eine unglaubliche Atmosphäre aus. Wir sind der Legende definitiv auf der Spur. Hallo, gehst du bitte nicht einfach zum Schrein hin? Ist ein ganz schöner Hobel, dass du da einfach hinläufst. Das ist ein Grab? Oh, hier, Schwert und Schild sind hier. Das ist aber ein sehr kleines Schwert. Ein sehr kleiner Schild. Er nimmt es einfach auf. Die passen beide in das Grab da rein. Da ist extra so ein Sockel dafür. Okay, ich nehme den Schild. Aber das Ding hat echt schon mal bessere Tage gesehen. Man damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann. Naja, zumindest als Glücksbringer ist es gerade noch zu gebrauchen. Die gehen hier einfach in so einen heiligen Ort und klauen einfach die Sachen. Hä, das passt da doch locker rein. Und dann passiert irgendwas. Und dann reisen wir in der Zeit zurück, wo Ganondorf noch nicht die Welt regiert hat. Nee, falsches Spiel. Dann auf nach Claw City, weil da wollte der Delion ja auch hin. Oh, da seid ihr ja. Die Assistentin von Rosé meinte, er wollte die Galarigon mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie das funktionieren soll. Das ist der blöde Wahnsinn. Mir ist es piepegal, wie gefährlich diese finstere Nacht auch sein mag. Ich weiß nur eins, ich muss meinem großen Bruder helfen. Lass mich durch, Roy. Ich habe keine Zeit für dich. Hey, du musst mir helfen, Challenger, und so sofort. Ich meine natürlich, bitte hilf mir, bitte. Ein Pokémon hat sich aus einem mir unbekannten Grund dynamixiert und ist im Stadion außer Kontrolle geraten. Roy hat es auf seine gewohnt unbeholfene Art, nein, er hat es auf seine gewohnte professionelle Art wieder beruhigt, aber wenn sich die anderen Pokémon hier auch dynamixieren, sehe ich schwarz. Was, wenn das unterirdische Energiewerk, in dem sich der Liga-Präsident auffällt, einstürzt? Ich weiß, es klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halte den Liga-Präsidenten auf.
Woher der Sinneswandel? Okay, das ist schon wieder cool. Das erinnert sehr an den ersten Pokémon-Film, oder? Mit Mewtwo, wie er aus seinem Reagenzglas da rausgekommen ist. Das sieht jetzt hier halt aus wie so ein aufgesprengtes Ei, wo auch ein richtig krasses Pokémon vielleicht drin war. Ja, auch mit diesen ganzen Schläuchen und so. Mega gut. Nanu, was willst du denn hier, Challenger? Will die finstere Nacht aufhalten. Tja, aber es gibt nichts mehr aufzuhalten. Hehe, Harry Potter already dead. Ich weiß, was du denkst. Du hältst mich für einen bösen Menschen. Du hast kein Funken Verständnis für das, was ich hier gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Galar-Region mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit in Frieden fortentwickeln kann. Und um das zu erreichen, habe ich Endynalos Wunschsterne verabreicht. Endynalos. Oh, ich muss gegen Rosé kämpfen. Habe ich jemals gegen Rosé gekämpft? Ich glaube nicht. Die Musik ist awesome. Und er ist voll von sich überzeugt. Rosé von Makrokosmos fordert dich heraus. Okay, das ist eine sehr coole Musik, muss ich sagen. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, ich hätte damit rechnen können, dass ich jetzt kämpfen muss. Habe ich aber nicht. Deswegen ist jetzt die Jaynona natürlich noch vorne. Kavalanza. Flammenwurf ist zum Glück sehr effektiv dagegen. Oh shit, das war heftig. Richtig jugendlich geblieben, der Typ. Oh mein Gott, es gibt Chore im Hintergrund. Ich liebe sowas. Awesome Musik. Die werde ich mir nach dieser Folge auf jeden Fall nochmal bei YouTube runterladen. Vielleicht gibt es das sogar bei Spotify, das wäre awesome. Und das scheint aber einfach nur Eisenleute zu haben. Dann ist Jaynona einfach perfekt, dass wir den am Anfang gehabt hatten. Flammenwurf hier, Flammenwurf da. Und alle Gegner sind tot. Pentantle, das bringt dir auch gar nichts. Flammenwurf, immer Flammenwurf. Diese Giratina-Musik, die feiere ich bis heute. Und diese ganzen Battles und sowas. Alle mega gut. Und das hier, geht sogar mal in so eine ganz andere Richtung. Halt so eine richtig böse Richtung, so Sephiroth-Style. Wie aus Final Fantasy. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde dir zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Das ist eher Gestein, nicht wahr? Und Gestein ist sehr effektiv gegen Jaynona. Ach nö, jetzt wird es dir doch nochmal böse, oder was? Ach du Scheiße. Ja, es ist ein großer Elefant. Warum machen die alles so eckig? Ich verstehe das nicht. Haben die keine Lust mehr, ihre Pokémon zu designen? Flammenwurf. Oh, okay. Scheint auch sehr effektiv dagegen zu sein. Gemüse, ist der Psycho? Aber inzwischen schon Level 57, also die Level von den Gegnern ziehen hier ganz schön an mit den letzten Kämpfen. Bravo. Eine willkommene Abwechslung, so ein Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Höchst beeindruckend, lieber Dizzy. Kein Wunder, dass Delion, der unschlagbare Champ unserer geliebten Galar-Region, dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache deine Arena-Challenge ruiniert habe, aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschaffen werden. Aus diesem Grund habe ich Endynalos erweckt. Aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Delion hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin vor dem bösen Drachen beschützt. Hat er sich gerade selber wie die als Prinzessin bezeichnet? Der Champ hat Endynalos inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, dann kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Na los, geht und seht nach, wie es dem Champ ergangen ist. Du bist ein böser Mensch, Rosé. Ein böser, böser Mensch. Gut, aber das ist ein schöner Cliffhanger. Was jetzt mit dem Delion passiert ist, ob er das Pokémon besiegt hat oder nicht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Vielleicht ist er ja auch tot. Das war's dann mit dieser Folge. Die Story nimmt eine überraschende Wendung und wenn Delion tot ist, dann bin ich automatisch Champ, oder? Wenn es keinen Champ gibt, dann ist Vize-Champ der neue Champ und das bin ich halt. Ja, dann auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.